Zeit für einen zweiten Teil zum Thema Filter. Wir sind immer noch bei den passiven Filtern und wir sehen uns an, wie wir den Tief- oder Hochpass aus dem letzten Video verbessern können und einen Filter zweiter Ordnung bekommen. Hallo und willkommen auf Technik selbst erlebt. Bei den Filtern erster Ordnung hat man noch einen recht flachen Verlauf der Filterkennlinie und den wollen wir heute etwas steiler bekommen. Ich exerziere das Ganze zunächst mal am Tiefpass durch. Dazu sehen wir uns noch mal kurz das Funktionsprinzip aus dem letzten Video an. Unser Tiefpass war nichts weiter als ein Spannungsteiler, bei dem eine Komponente, in dem Fall der Kondensator, den Widerstand mit der Frequenz ändert, wodurch sich das Verhältnis zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung ändert. Der Kondensator hat zunächst einen hohen Wechselstromwiderstand. Mit der Frequenz nimmt er dann ab. Der Kondensator kann auch durch eine Spule ersetzt werden, nur dass bei ihr der Widerstand mit der Frequenz steigt. Im Versuch haben wir gesehen, wie die Ausgangsspannung bei der Eckfrequenz um 3 dB abnimmt und sich dann mit etwa 20 dB pro Dekade verringert. Die Idee ist jetzt, Spule und Kondensator gemeinsam zu verwenden. Dadurch verändern sich jetzt beide Widerstände im Spannungsteiler genau entgegengesetzt. Wir nehmen die Ausgangsspannung jetzt von zwei Seiten in die Zange, wodurch sich das Verhältnis von Ausgangs- zu Eingangsspannung doppelt so schnell verändert. Bei niedrigen Frequenzen ist der Widerstand der Spule gering und der des Kondensators hoch. Mit steigender Frequenz wird der Widerstand des Kondensators wieder geringer und gleichzeitig erhöht sich der Widerstand der Spule. Probieren wir das mal praktisch aus. Der Kondensator soll eine Kapazität von 0,1 Mikrofarad haben. Die Spule hat etwa 190 Mikrohenry. Bei der Eckfrequenz haben beide Blindwiderstände den gleichen Wert. Im Prinzip haben wir ja jetzt einen Reihenschwingkreis vor uns. Und dort haben bei der Resonanzfrequenz beide Widerstände den gleichen Wert. Damit können wir die Frequenz mit der Thomsonschen Schwingungsgleichung ausrechnen. Die Eckfrequenz liegt demnach bei etwa 36,5 kHz. Der Blindwiderstand der Spule liegt dort bei etwa 43,59 Ohm. Machen wir die Kontrolle mit dem Kondensator. Der hat bei der Frequenz den gleichen Widerstand. Bei 10 kHz ist noch alles in Ordnung, das Filter hat kaum Wirkung. Wenn es in Richtung Grenzfrequenz geht, passiert was Ungewöhnliches. Die Eingangsspannung wird immer kleiner. Für die Wirksamkeit des Filters ist entscheidend das Verhältnis von Ausgangs- zur Eingangsspannung. Und das wird größer statt kleiner. Die Ausgangsspannung ist ein Vielfaches der Eingangsspannung. Haben wir jetzt ein Perpetuum mobile erfunden? Statt zu dämpfen, verstärkt das Filter die Frequenz. Erst jenseits der Grenzfrequenz sinkt die Ausgangsspannung und die Eingangsspannung erholt sich wieder. Also was ist hier los? Ich werde mal versuchen, die Kennlinie aufzunehmen. Ja, so sieht das Ergebnis aus. Wir haben bei der Grenzfrequenz einen ziemlich hohen Peak. Hier ist die Ausgangsspannung etwa 35 mal so hoch und dann fällt sie steil ab. So wollten wir das aber eigentlich nicht haben. Sehen wir uns erstmal an, wie das zustande kommt und dann überlegen wir, was wir dagegen machen können. Eigentlich sollte unsere Filterkennlinie doch so aussehen. Ganz so überraschend ist die Spannungsüberhöhung aber doch nicht, wenn wir nochmal an das erste Video denken. Da hatten wir bei der Eckfrequenz auch etwa 71% der Eingangsspannung sowohl über dem Widerstand als auch dem Kondensator und nicht die Hälfte. Grund dafür ist die Phasendrehung der Spannung über dem Blindwiderstand. Also sehen wir uns das mal in unserem LC-Filter an. Zunächst müssen wir mal berücksichtigen, dass beim realen Filter auch ein ohmscher Widerstand mit im Spiel ist, hauptsächlich durch den Drahtwiderstand der Spule. Bei der Versuchsspule sind das etwa 0,2 Ohm.
sehen wir uns die Spannung über den einzelnen Elementen bei der Eckfrequenz im Zeigerdiagramm an. Der Strom ist überall gleich. Die Spannung am ohmschen Widerstand läuft synchron dazu. Die Spannung über der Spule läuft 90 Grad voraus und ist wesentlich größer, da der Wechselstromwiderstand der Spule mit 43,6 Ohm viel größer ist als die 0,2 Ohm. Die Spannung am Kondensator ist vom Betrag her gleich, hinkt aber 90 Grad hinterher. Sie ist also der Spannung über der Spule entgegengerichtet. Die Gesamtspannung über L und C ist damit 0. Das deckt sich mit dem, was wir im Video zum Schwingkreis gesehen haben. Bei einem idealen Reihenschwingkreis ist bei der Resonanzfrequenz der Wechselstromwiderstand gleich 0. Das gesamte Gebilde verhält sich wie ein ohmscher Widerstand. Der Generator am Eingang sieht nur die 0,2 Ohm. Damit ist auch klar, warum die Eingangsspannung zusammenbricht, denn das ist ja fast ein Kurzschluss. Die Ausgangsspannung entspricht der Spannung über dem Kondensator und die ist wesentlich größer. Das führt zu dieser Spannungsüberhöhung bei der Übergangsfrequenz. Beim Schwingkreis ist dieses Verhalten ja gewollt, nicht aber bei unserem Filter. Wie können wir die Verhältnisse günstiger gestalten? Indem wir zum Beispiel den ohmschen Widerstand erhöhen. Mit anderen Worten, wir legen einen zusätzlichen ohmschen Widerstand in Reihe. Ich habe mal zwei weitere Kurven aufgenommen. Einmal mit 27 Ohm in Reihe, das ist die schwarze Kurve. Und mit einem 47 Ohm Widerstand, das ist die grüne Kurve. Bei der schwarzen Kurve hat die Überhöhung nur noch den Faktor 1,75. Bei der grünen Kurve steigt das Verhältnis nur noch auf etwa 1,16. Die Kurve wird wesentlich niedriger und auch breiter. Was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Wir haben die Güte des Schwingkreises künstlich verringert, wodurch sich die Bandbreite vergrößert. Was wir bisher vernachlässigt haben, sind die Ein- und Ausgangsimpedanzen. Bisher sind wir davon ausgegangen, dass am Eingang eine ideale Spannungsquelle liegt und die Folgeschaltung am Ausgang das Filter nicht belastet. Wenn dem so wäre, wäre die Spannung am Eingang mit der Last nicht in die Knie gegangen. Der Oszillograph am Ausgang stellt in der Tat nur eine geringe Last dar. Das ist bei der realen Schaltung, in der das Filter verwendet wird, oft nicht so. Beim LC-Filter spielt das Thema Anpassung eine Rolle. Dafür sollen die Impedanzen gleich der Wurzel aus L durch C sein. Das entspricht dann genau dem Blindwiderstand von Spule oder Kondensator bei der Resonanzfrequenz. Mit anderen Worten sollte L gleich Z durch 2Pi mal F und C gleich 1 durch 2Pi mal F mal Z sein. Ich habe den 47 Ohm Widerstand jetzt mal parallel zum Ausgang gelegt und das Ergebnis ist die rote Kurve. Das entspricht schon eher dem, was wir uns vorgestellt haben. All das Gesagte trifft auch auf den Hochpass zu. Nur ist jetzt die Kennlinie natürlich gespiegelt. Und Spule und Kondensator tauschen ihre Position im Filter. Müsste die Hintereinanderschaltung von zwei RC-Filtern erster Ordnung nicht auch ein Filter zweiter Ordnung ergeben? Nun nicht so ganz. Die Übertragungsfunktion des ersten Filters verändert sich dadurch, dass jetzt die Gesamtimpedanz des zweiten RC-Gliedes am Ausgang des ersten Filters liegt und es belastet. Die Dämpfung setzt jetzt schon etwas früher ein. Bei der Eckfrequenz beträgt die Spannung am Ausgang nur noch etwa ein Drittel und sinkt bei einer Oktave nicht wirklich um 12 Dezibel. Man sollte die beiden Teile wenigstens mit einem Spannungsfolger entkoppeln. Besser ist es allerdings, RC-Filter höherer Ordnung gleich als aktive Filter zu konzipieren. Zum Schluss noch die Antwort auf die Abschlussfrage aus dem ersten Teil. Die Funktion der Klangregelung mit reinen Hoch- oder Tiefpässen zu erklären, wird schwierig, da diese nie in Reihenform vorkommen. Je nach Reglerstellung ergibt sich ein Gemisch aus beiden. Nehmen wir uns erstmal den Tiefenregler vor. R1, R2 und P1 bilden einen Spannungsteiler.
R1 und R2 begrenzen den Regelbereich, denn wir wollen ja das Signal nicht komplett abdrehen. Mit C1 und C2 wird der Regler für hohe Frequenzen überbrückt und beeinflusst so nur die tiefen Frequenzen. Man findet auch Varianten mit nur einem Kondensator. Vom Höhenregler werden die tiefen Frequenzen durch die beiden Reihenkondensatoren C3 und C4 ferngehalten, wodurch über den Regler nur die hohen Frequenzen laufen. Wenn man die Erklärung doch nochmal auf die andere Art versucht, sieht man sich am besten die extremen Reglerstellungen an. Wenn der Tiefensteller voll aufgeregelt ist, bilden R1 und C1 einen Tiefpass. In der unteren Stellung wirken C1 und R2 wie ein Hochpass, wodurch die Tiefen gedämpft werden. In der oberen Stellung des Höhenreglers werden die hohen Frequenzen von C3 fast ungedämpft durchgelassen. Steht der Höhenregler auf Minimum, ergibt P2 mit C4 einen Tiefpass und die hohen Frequenzen werden gedämpft. Das soll es für heute gewesen sein. Fragen und eure Meinungen könnt ihr gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ab jetzt heißt es dann warten auf den dritten Teil.